Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Skyrim und wir haben gerade eben das Rätsel gelöst und ja, hier ist jetzt eine Vertiefung entstanden. Ich will ja nicht sagen, aber sollte hier nicht eigentlich noch irgendwas passieren? Questziel ist hier. Ah, jetzt kann ich ja auch aktivieren. Oh, wo ist... Wer schickt euch hier? Nun, das ist wohl ganz offensichtlich ein Vampir. Ich meine, bestimmt mehrere Tage, Jahre, Wochen in dieser Steinsäule. Das überlebt man nicht einfach so. Also, wir sind mal ehrlich. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist er so wie ich? Was meint ihr damit, so wie ihr? Ein... Merkt ihr es nicht schon, wenn ihr mich ansieht? Ein Vampir. Erstmal neugierig. Warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Das ist kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, helft mir zurück zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Übrigens, eine Sache noch nebenbei. Sie hat eine Schriftrolle der Alten auf dem Rücken. Also, nur mal so das. Also, wohin müsst ihr gehen? Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Darüber wissen wir ja theoretisch noch gar nichts, weil die Schriftrolle der Alten haben wir ja noch nicht gefunden. Also, wisst ihr, wie man hier herauskommen kann? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. Wie lange wart ihr dort drin? Gute Frage. Schwer zu sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wer ist Großkönig von Himmelsrand? Tja. Darüber kann man sich wohl streiten. Oh, wunderbar. Ein Erbfolgekrieg. Gut zu wissen, dass die Welt während meiner Abwesenheit nicht langweilig geworden ist. Wer streitet gegeneinander? Das Kaiserreich unterstützt Elisiv. Aber im Himmelsrand gibt es viele Anhänger von Ulfric. Kaiserreich? Was? Welches Kaiserreich? Das Kaiserreich aus Cyrodiil. Cyrodiil ist der Sitz eines Kaiserreichs? Ich muss länger fort gewesen sein, als ich dachte. Definitiv länger, als wir geplant hatten. Bitte, wir müssen uns beeilen. Ich muss zurück nach Hause, um herauszufinden, was passiert ist. Ja. Dann wollen wir mal. Sieh, guck mal, haben wir jetzt zwei Begleiter? Yay! Zwei unsterbliche Begleiter. Wer ist da? Ja, weil es sehr lebendig werden. Okay, was auch immer das ist, hier sind nicht gewachsen. Wir haben uns unser Weg. Na so? Wo sind wir? Sekunde mal, unsere beiden Begleiter sind unbesiegbar. Das heißt, wir können uns theoretisch eigentlich Zeit lassen. Und unsere Begleiter sollten das dann für uns erledigen. Ich meine, die sind unbesiegbar. Und was ist das? Ein Gargoyle? Nee, wir haben ein Skelett runtergeworfen. Aber jetzt will ich... Ah. Haben wir nicht den Zauber... Haben wir den eigentlich? Der Zauber, der...
dieses Kerzenlicht. Nun denn, wie dem auch sei, wir sind zu spät. Und ganz entgegen unserer Absicht mussten die alleine kämpfen. Amethyst, immer her damit. Grundumerz, immer her damit. Eisenerz, her damit. Gold und Rubin. Also Gold, Erz und Rubin. Her damit, her damit. Werden wir dankend annehmen. Oh. Ach so. Beschwörung. Okay, wo geht's weiter? Entweder hier geht's weiter oder hier ist noch was. Ansonsten wären die Gargoyles nicht hier gewesen. Haben wir eigentlich einen Zauber, der das Ganze etwas heller macht? Das sollte Illusion sein. Zerstörung? Beschwörung? Wiederherstellung? Ne, Veränderung war es, oder? Ja, Veränderung war es. Dann wollen wir mal kurz Kerzenschein einsetzen. So, jetzt können wir wenigstens was sehen. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier sind Rubine? Na egal, die können wir sowieso nicht nehmen. Hm. Oh. Die hätten wir wirklich übersehen. Ist da was Gutes drin? Seelenstein ist schon mal gut. Gold, Granatstein und ein Zaubertrank für starke Magiker. Immer her damit, immer her damit. Dann können wir hier rüberspringen. Und dann hier runter. Was wir hier hätten eigentlich gleich machen können. Ja. Dann geht's hier wieder zurück. Das scheint der richtige Weg zu sein. Ich fing schon an, mir langsam Sorgen zu machen. Hat sie gerade irgendwas gesagt? Naja, wie dem auch sei. Das ist definitiv nicht der Weg, aus dem wir gekommen sind. Der Kerzenschein hätte ruhig etwas länger halten können. Nun ja, was soll's. So, Skelett ist zusammengebrochen, wir können's looten. Ja, mit dem Gold. Ah, ich glaube, das Schlimmste sollte jetzt hier vorbei sein. Besser gesagt, ich hoffe es. Wenn nicht, kriegen wir jetzt gleich ein ziemliches Problem. Gold und Rubin, mal her damit. Hallo? Ist da wer? Oh, fast übersehen. Dietrich und Gold. Zwei Dinge, die nichts kosten, also vom Gewicht her, und von denen man auch nie genug haben kann. Weil, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier nochmal Kerzenschein. Warum? Das könnten wir eigentlich auch mal aus Witz machen. Ein bisschen wieder umwandeln. Hier war doch noch irgendwas, oder? Also Beschwörung, beschworenes Schwert, zack. Nun denn, ob hier wirklich irgendwas ist, tut mir leid, wenn ich euch so enttäusche, aber das finden wir erst in der nächsten Folge aus. Bis dahin, Ariadas. Ja,